Gin Tonic, Aperol Spritz, Zigaretten. Ich kann das irgendwie gar nicht ganz glauben. Ich bin jetzt echt schon seit 8 Stunden am Rennen. Wahnsinn. Völlig verrückt. Wir sind auf dem Weg zum Startgelände. 4 Uhr hat der Wecker geklingelt und jetzt sind wir auf dem Weg nach Eisenach. Da beginnt nämlich heute 6 Uhr pünktlich der 50. Gutsmuts Rennsteiglauf und ich bin ultra froh und ehrlich gesagt auch schon ganz schön aufgeregt, heute meinen allerersten Ultra-Marathon-Ultralauf zu laufen. Ich bin super gespannt, wie das werden wird. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie lange ich am Ende brauchen werde. Ich habe meiner Familie gesagt, so nach 8 bis 10 Stunden könnte man mit mir im Ziel rechnen, ob das jetzt utopisch ist oder nicht. Das werden wir später sehen. Wir werden jetzt hier mal weiter in Richtung Eisenach weiter düsen und dann melde ich mich gleich wieder vom Marktplatz. Bis gleich. Und ihr seht's, Freunde, ich bin mitten drin auf dem Eisenacher Marktplatz. 5.51 Uhr zeigt die Uhr und ihr seht das um mich herum. Hier ist absolutes Cooling, hier ist richtig Stimmung. Ja, da es in wenigen Minuten losgeht, da ist die Anspannung hier wirklich zum Greifen. Und ich muss sagen, ich bin selber auch ganz schön nervös. Habe hier Sachen eingepackt, wieder ausgepackt aus meinem Trail-Rucksack. Also die Jacke, die habe ich jetzt doch weggelassen, weil ich glaube, es wird ganz schön warm. Ich habe jetzt hier meine Ärmlinge dabei, die werde ich jetzt am Anfang auch tragen und wenn es dann bergauf wärmer wird, dann werde ich die auch runterstülpen und bin dann kurz unterwegs. Es soll relativ warm heute werden, 15, 17 Grad glaube ich in der Spitze mit relativ geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit. Bevor wir uns jetzt hier aber gleich an die Startlinie begeben, da werden wir nochmal schnell zur Startnummernausgabe gestern vorbeischauen. Let's go! So Freunde, ihr seht das, ich bin jetzt hier in der Startnummernausgabe angekommen. Reges Gewusel, hier holt sich jeder seine gelbe Tasche ab. Da ist der Chip drin. Da gibt es noch was zu essen. Zeit ist schlafen gehen und morgen früh 6 Uhr geht's los. Gleich geht's los. Ja, 500 Meter sind wir gerade mal gelaufen und schon jetzt den Berg hoch. Und es wird auch noch 25 Kilometer weiter bergauf gehen. Puls knapp über 150, ihr seht das schon. Ganz kontrollierter Anfang. Das ist auch ultra wichtig jetzt hier, sich nicht von der Euphorie tragen zu lassen, sondern wirklich ganz entspannt in den Start reinzugehen. Zieh mit, alles klar. Du gehst nach vorne. Also ihr merkt schon, die Philosophien, die sind unterschiedlich. Aber vielleicht war das auch einfach nur wettkampftaktisch, der Hinweis hier möglichst schnell zu starten. Ich merke das. Ja Freunde, wie das immer so ist,
Ein YouTuber ist nicht allein unterwegs. Neben mir ist Heiko. Heiko, wie lautet dein YouTube-Kanal? Moin Moin, live und später im Running Shoes. Schaut euch den mal an, abonniert den. Denn Heiko ist genauso bekloppt wie ich. Heiko, was hast du schon so hinter dir? Das fing mal auch hier an am Rennsteig, mein erster Halbmarathon mit einer Wette. Dann kam die Wetten, ne? Ja, klassisch. Der erste Marathon hier, dann der erste Ultra hier, diverse Ultra. Ironman Frankfurt gefinisht. Ja, da haben wir was in Common. Ja, und noch einiges vor. Der Zugspitz Ultra steht dieses Jahr an. Oh geil. Das ist der Hauptwettkampf. Nice. Noch nie in den Alpen gelaufen. Okay. Und mal schauen, was mich da erwartet. Ne? Heiko hat den Rennsteig-Supermarathon schon mal gelaufen. Für ihn ist das zweite Mal. Ich bin das erste Mal hier unterwegs. Bis jetzt ist es mega geil, ja. Entspannte Menschen, entspannte Atmosphäre. Ich blende hier mal nach hinten. Es sind knapp 2.500 Starter heute zum 50. Jubiläum. Ja, macht mal Lärm. Fantastisch. Wie ihr seht, vor uns sind auch noch ein paar. Kilometer sind geschafft. Und ihr seht's. Ich gehe zum ersten Mal. Es ist nämlich jetzt hier so steil geworden, dass man mit Laufen keinen wirklichen Geschwindigkeitsvorteil hat. Das Ding ist aber, wenn man in so einer Situation läuft, dann verbraucht man deutlich mehr Energie, als wenn man geht. Deswegen Kräfte schon gehen, wenn es sinnvoll ist, und dann wieder angreifen. Das ist der Plan. Fünf Kilometer sind rum und es geht zum ersten Mal bergab. Ich bin wieder unter die Geher gegangen, denn mein oberstes Ziel ist es heute, meine Herzfrequenz unter allen Umständen niedrig zu halten, im Fettstoffwechsel zu bleiben, damit ich das hier 8, 9, 10 Stunden lang durchhalte. Bisher die letzten 7 Kilometer, 17 sind es noch bis zum Inselsberg. Ich hatte jetzt einen Puls von 147 bisher, also das passt. Bin ich sehr happy mit. Und ihr seht, jetzt ist auch wieder flach, das heißt, Abmarsch. Eine Stunde ist rum, gute 9 Kilometer habe ich geschafft. Das heißt, bisherige Pace 6 Minuten 40 pro Kilometer. Boah, macht Spaß. Ein bisschen Schweiß läuft mir. Aber bisher ist die Verfassung, die Stimmung, alles blendend. 10 Kilometer haben wir geschafft. Und ihr seht das hier neben mir. Da sind noch die Überreste der Verwüstung von dem Sturm Kyrill. Ist schon ein paar Jahre her, dass der hier durchgefegt ist. Aber die Auswirkung, die sieht man immer noch. Ja, Freunde, ihr seht das. Ich gehe mal wieder. Wandertag ist angesagt. Es geht gerade relativ steil hier hoch. Und das gibt mir die Gelegenheit, mal ein bisschen zu reflektieren, wie sich so ein Ultralauf, jetzt in den ersten 13, 14 Kilometern, im Vergleich zu so einem Stadtmarathon anfühlt. Es ist deutlich ruhiger. Also man hört natürlich Vögel, man hat ganz viel Schuhbewegung auf Schotter und ansonsten relativ wenig. Und ich muss sagen, das ist ganz schön ungewohnt für mich. Also ich ertappe mich jetzt hier regelmäßig dabei, dass ich mir wünsche, Mensch, irgendwie mal wieder eine Trommelgruppe, irgendjemand, der mal Techno aus dem Fensterbrett oder sonst irgendwas spielt. Was man sonst von den großen Stadtmarathons kennt,
das fehlt mir hier ein kleines bisschen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das normal ist, dass mir sowas fehlt. Ob es einfach meine Konditionierung ist. Oder ob ich mich hier gerade noch nicht so richtig genug auf die Natur einlasse. Ich habe zum Glück noch ein paar Stunden. Da kann ich mir das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Aber ich dachte mir, ich lasse euch einfach mal in meinen Gedanken teilhaben zwischendurch. So. Ihr seht's. Wird langsam wieder flacher. Und das bedeutet, ich werde auch gleich wieder anfangen zu laufen. Ihr seht's, hinter uns hat Stimmung gemacht und ich bin jetzt hier mal locker den Berg runtergerollt und habe dabei bestimmt 20, 30 Läufer und Läuferinnen überholt. Das ist hier meine Strategie. Bergauf Kraft sparen, bergab locker rollen lassen und da eben den Impact auf die Knie so gering wie möglich zu halten, indem ich eben nicht jeden Schritt abbremse, sondern einfach den Schwung direkt in den nächsten Schritt weiter übergehen lasse. Ja, und dadurch schont man das Skelett, die Gelenke und ist gleichzeitig auch schneller. Nice. So, Kilometer 17, Verpflegungsstation. Yum, 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 yum. So, eine Fendtmilch habe ich schon gegessen. Eine Banane, Zitrone mit Salz drauf. Und jetzt gibt es noch den leckeren Haferschleim mit Blaubeeren. Yum, yum, yum. Ja. Oh. Also das ist mal echt lecker. Frische Waldheidelbeeren, hoffe ich. Eigentlich ist das richtig gut verdaulich, ja? Total weich. Hey! Heiko ist auch wieder da. Was hast du? Haferschleim und? Cola. Cola. Cola geht immer. Und Banane im Mund und? Schmalzbrot. Schmalzbrot. Sehr gut. Also, ihr seht das, wir verpflegen uns hier und dann geht's weiter. So, schauen wir auf die Uhr. Kilometer 19 ist geschafft. Heiko und ich, wir laufen jetzt gerade durch den Wald. Der Waldboden ist deutlich weicher geworden und unebener. Muss man sich deutlich mehr konzentrieren. Das heißt, ich schaue auch nicht mehr ganz so viel in die Kamera. Aber sehr angenehm jetzt hier. Weiterhin schön schattig. Richtig cool. Heiko, wie geht's dir? Prima, bisher. Keine Probleme. Wenn denn welche kommen, was ich nicht hoffe, sind es meistens immer so die letzten Kilometer. DNF kommt nicht in Frage. Genau, DNF ist keine Option, Freunde. So sieht das aus. Und deswegen hören wir jetzt auch wieder auf zu quatschen und rennen hier mal weiter durch den Thüringer Wald. Super, danke dir. Aber was Süßes zwischendurch. 21 Kilometer haben wir gleich geschafft und es macht echt viel Spaß, muss ich sagen. Jetzt ist mal wieder Wandertag angesagt. Wir sind jetzt bei Kilometer 22 und ich lasse mal kurz Revue passieren, was ich bisher so zu mir genommen habe. Es waren 3 Bananenhälften, 2 Gels, 2 Becher Haferschleim mit Blaubeeren und ein Zitronenstück mit Salz. Das war bisher meine Verpflegung. In, schauen wir auf die Uhr, 2 Stunden 28. Oh, Beine sind gut. Den ersten Halbmarathon haben wir geschafft. 2,5 Folgen noch. Oh je, wenn man dann nicht mehr rechnen kann, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Aber bisher läuft es richtig gut. Und jetzt haben wir es auch schon wieder geschafft und können weiter rennen.
Und es ist mal wieder Wandertag angesagt. Es wird nämlich immer steiler. Und wir nähern uns langsam dem Gipfel vom Indelsberg. Freunde, also jetzt wird schon ganz schön anstrengend. Es sind glaube ich noch so 1,5 Kilometer bis zum Ziel, oben auf dem Berg. Boah. Also ich merke das jetzt heftig im unteren Rücken. Die Oberschenkel sind ordentlich am Arbeiten. Und hier läuft absolut niemand. Alle gehen. Das war ein kurzes Vergnügen. Schon wieder gehen angesagt. Alles, was hochgeht, geht irgendwann wieder runter. Ja, wie so ein Flugzeug, ne? Alles klar. Das ist die Motivation, warum man hochgeht. Das stimmt. Okay, also, es wird besser, wurde mir versprochen. Genau. Ich schaue mal, ob das stimmt. Meine Uhr sagt, gleich haben wir 25 Kilometer geschafft. Und wir kämpfen uns hier den letzten steilen Einstieg vor dem Gipfel vom großen Indelsberg hoch. Und ihr hört es im Hintergrund, Peter Fox ist auch schon da. Wir haben es geschafft. Großer Indelsberg. Check. Also, die Experten, die hier gerade an mir vorbeigedonnert sind, die meinen, das schlimme Stück kommt noch. Na dann. Alter Witzka, Freunde, also dieses Stück hier, das ist richtig fies. Oh, geschafft. Eieiei, das war gemein. Saustall, Asphalt, aber geschafft, weiter geht's. Du hast jetzt an mehr, als was du läufst, oder? Du, ich habe genug Zeit. Ja, stimmt. Ganz nach Zeit, hast du im Sport. Ganz genau. Ich habe mir festgestellt, wenn man hier hinten läuft, ist das viel entspannter. Man trifft viel mehr Leute, man hat viel mehr Zeit zum Quatschen. So ist das. Als das Geilste da vorne. Letztes Mal bist du 6 Stunden gelaufen, ne? Nee, 7. Was, echt? Ja. Krass, der Scheiße. Also 7 ist richtig flott. Ah, es haben 3 Minuten gefehlt, du, dass dein 6er Bursch. Ah, ja, ja, ja. Hat mich ja ein bisschen geärgert. Ja, das glaube ich dir. Also ich habe hier einen richtigen Pro neben mir. Wie heißt du? Marcel. Marcel. Der hat es mal richtig drauf. Ich glaube, wenn ich heute unter 9 Stunden ankomme, dann bin ich glücklich. Das ist auch das Ziel. Ich begleite meine Mutter heute. Ah, okay, cool. Wo ist deine Mama? Die ist gerade vor, weil ich hier mit Jana gekommen bin. Die Mama ist nach vorn gelaufen. So ist es richtig. Go, Mama, go. Genau. Und dann bleibt der Sturz des Tages. Also, lauf, lauf, lauf. Der Stolz bleibt, der Schmerz geht. Genau so ist das, Freunde. Und jetzt? Jetzt gibt's erstmal wieder Essen. Das ist so ein cooler Service hier. Fettbämme mit Salz, 3 Becher Haferschleim und dann geht's weiter. Verpflegung abgeschlossen, noch eine Banane hinterher. Die Speicher sind wieder einigermaßen gefüllt. Die Flaschen sind voll, weiter geht's. 3 Stunden 27 sind rum und ich habe 30 Kilometer in den Beinen. Also 1 Stunde und 9 Minuten bisher im Durchschnitt pro 10 Kilometer inklusive aller Pausenstationen. Pipi etc. Ja, läuft gut. Das erste Drittel, also die ersten 25 Kilometer, die hatte ich nach 2 Stunden 57 im Sack. Das bedeutet also, ich weiß, das ist gefährlich zu interpolieren, aber wenn ich das Tempo beibehalte,
Dann könnte es sogar was mit einer Zeit unter 9 Stunden heute werden. Das wäre ziemlich cool. Aber ganz ehrlich, wenn es 10 sind oder 11, dann bin ich genauso happy. Ich habe heute kein Zeitziel. Ist mir vorhin nur mal so durch den Kopf gegangen. Denn man hat erstaunlicherweise relativ viel Zeit zu nachdenken. Gerade eben laufe ich hier über einen fantastischen Betonweg. Das ist landschaftlich, also gerade nicht so der Oberknaller. Ja, und deswegen habe ich ein bisschen Zeit mit euch zu quatschen. So, jetzt mal ein bisschen Real Talk, Freunde. Ja. Ich bin jetzt seit 3,5 Stunden unterwegs. Wenn ich das im Marathon laufen würde, dann wäre ich jetzt eigentlich schon im Ziel. Aber hier habe ich echt noch viel vor mir. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, in den letzten Kilometern zu denken, dass es irgendwie eine ganz schön bescheuerte Sache ist, so weit zu laufen und zu gehen. Jetzt gehe ich ja gerade wieder, weil wir einen Berg hochgehen. Gerade eben ging es richtig lang geradeaus und leicht bergab. Da konnte ich ordentlich Speed aufnehmen. Aber jetzt hast du wieder ein bisschen Kräfte schon. Schweiß aus der Stirn wischen. Durchatmen. Und dann geht's weiter. Freunde, sowas schmeckt nie so gut wie unterwegs. Im Wald haben sie sich bewegt. Mmh. Ja, das ist ein Traum. Schmalz, Gurke, Salz. Herrlich. 37 Kilometer sind geschafft. Freunde, Halbzeit. 4 Stunden 12 sind bisher vergangen. Das heißt, ich bin ziemlich gut auf Kurs, unter 9 Stunden zu bleiben. Aber der Tag ist noch lang. Ich bin jetzt ja locker noch 4,5 Stunden unterwegs. Also, wir wollen uns mal noch nicht zu früh freuen. Aber ihr merkt es auch schon an meiner Stimme. Da ist nicht mehr ganz so viel Energie drin wie ganz am Anfang. Das ist schon anstrengend. Puh. Verpflegung klappt bisher super. Die Strategie lautet alles, was geht. Und damit fahre ich auch sehr gut, muss ich sagen. Also alles, was der Magen hergibt bzw. aufnimmt, das wird aufgenommen an den Verpflegungsstationen. Dann vielleicht noch eine Schnitte in die Hand, wenn es dann ohnehin einen Berg hochgeht. Den nutze ich dann auch, um im Gehen einfach noch die letzte Schnitte zu essen. Die 664 zum Beispiel. Dankeschön, gut. Bitte. Danke. Oh, das sieht super aus. Njam, 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 njam. Oh, ich sehe, meine GoPro ist total verschmiert. Anyway. So, und die 744 hat getroffen. Der Florian Bauer aus Leipzig. Vielen lieben Dank. Oh, das wird jetzt gut. Göttlich. Oh, das ist herrlich. So, ich sehe es. 37 und noch was sind geschafft. Wir sind jetzt hier auf der Eberswiese. Große Verpflegungsstation. Linsei. Oh, es ist ultra lecker hier. Es gibt Würstchen, Haferschleim, belegte Brote. Und hier hinter mir, da werden alle angesagt, die hier ins Ziel laufen. Was sage ich, ins Ziel? In die Verpflegungsstation. Ihr seht's, ich habe mir noch ein kleines Vespa-Paket mit auf den Weg genommen. An der Ebertswiese jetzt bei der Pause. Da gab es gerade 3 Becher Haferschleim. Und das ist jetzt meine zweite Schnitte. Ich denke, jetzt habe ich wieder genug Energie, um die zweite Hälfte in Angriff zu nehmen. Wie auch davor geht es jetzt erstmal mit einem Anstieg los. Das heißt, ich kann die Zeit nutzen, um noch ganz in Ruhe meine Schnitte zu essen. Und wenn es dann wieder eben wird, dann geht auch das Laufen weiter. So, Verpflegungspause ist vorbei. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Und Freunde, langsam tut's weh. Also das ist jetzt noch nicht schlimm, aber ich merke langsam im rechten Fußgelenk so ein kleines Zipperlein. Noch das Loslaufen jetzt nach der Gehpause. Das ist mir schon deutlich schwerer gefallen als noch, sagen wir mal, vor 10 Kilometern. Also das wird noch ein witziger Nachmittag. Und das Rennen hier, das ist noch längst nicht vorbei. Stay tuned. Freunde, 40 Kilometer sind geschafft. 4 Stunden 37, sagt die Uhr. Das heißt, ich bin hier brutto inklusive aller Pausen
aktuell mit 7 Minuten pro Kilometer unterwegs, beziehungsweise 1 Stunde und 9 Minuten pro 10 Kilometer. Fühlt sich weiterhin ganz okay an. Von gut will ich mal nicht mehr sprechen, weil also, hui, die Beine werden immer schwerer und irgendwie tut immer mehr weh. Aber alles gut. Das gehört alles zum Erlebnis Ultralauf dazu. Ich habe das so gewollt, deswegen kein Mimimi und eine Feststellung. Alright, weiter geht's. Schaut mal, wen ich wieder getroffen habe. Ihn haben wir vorhin schon mal am Inselsberg getroffen. Und jetzt seht ihr neben ihm seine Mama, Beate. Ja. Sag mal hi. Hi. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe einen riesigen Respekt vor dieser Frau, die echt ein 1A-Tempo weitermacht. Was ist das Ziel für heute? Ankommen. Ja gut, der Sohn hat mir vorhin verraten, es sind unter 9 Stunden. Aber das sagen sie jetzt nicht. Keine falsche Erwartungshaltung. Ankommen ist das Wichtigste. Geht mir genauso. Die Erkältung steckt so drin. Ja. Wochenlang nichts machen können. Ja, das ist Mist. Das ist auch die Vorbereitung. Nicht optimal gelaufen. Nein. Dann heißt es wirklich einfach nur ankommen. Na dann, viel Erfolg euch beiden weiter. Ja, auch. Danke. So, Freunde. Wir haben jetzt knapp 43 Kilometer an den Beinen. Das heißt, ich bin jetzt offiziell länger gelaufen als jemals bisher in meinem Leben. Und es warten noch ein paar Stunden auf mich. Also das wird ein ganz großes Tennis. Die Erschöpfung ist auf jeden Fall schon zu spüren. Dieses ewige Auf und Ab. Und gerade die steilen Bergabpassagen, die gehen ordentlich auf die Gelenke. Naja, schauen wir mal, wie es noch so wird. Jetzt ist erstmal gehen angesagt. Hier geht es relativ steil berghoch. Fünf Stunden 15 sind rum. 45 Kilometer geschafft. Also, Pace weiterhin 7 Minuten pro Kilometer. Ganz schön im Eimer. Die Knie tun weh. Ui, ui, ui. Weiter geht's. Ganz schön salzig. Ja, 48 Kilometer sind geschafft. Boah, und ich merke, das ist langsam schon so ein bisschen neben der Spur bin. Also, oi, oi, oi. Das geht ganz schön an die Substanz und Ultramarathon. Jetzt geht es hier gerade den Berg hoch. Es gibt eine Zeit, wieder ein bisschen auszuruhen. Also, soweit man das Ausruhen nennen kann, aber zu gehen. Ich bin immer noch so Pi mal Daumen in der Range. 1 Stunde 10 pro 10 Kilometer, also war dann alles im Soll. Aber jetzt ist echt Leidensfähigkeit gefragt. Und ich habe noch 25 Kilometer vor mir. Das wird noch ein großer Spaß heute. Habe ich mich hier nur eingelassen. Wenigstens ist das Wetter schön. Die Sonne scheint. Das ist richtig cool. Okay. Weiter geht's. So, ihr seht's. Ich laufe wieder. Aber ganz ehrlich, es hat jetzt schon einige Überwindung gekostet, wieder loszulaufen. Irgendwie mit jedem Mal gehen wird das schlimmer. Freunde, 6 Stunden sind rum. Gute 51 Kilometer habe ich in den Beinen. Ich sehe und denke wieder ein bisschen klarer. Also die Krise, die habe ich jetzt erstmal überstanden, wie es scheint. Aber dafür fange ich an, über Steine zu stolpern, die aus der Erde rausschauen. Also die Erschöpfung ist aller Orten zu spüren. Stunden 20, Freunde.
und ich bin beim Grenzadler angekommen. Ungefähr 54 Kilometer liegen hinter mir. Und ich bin ordentlich paniert. So, das geht's überhaupt nicht. Und da ist meine Family. Hallo! Hallo! Oh, da sind sie! Oh, Freunde, das war jetzt gerade so schön, meine Familie zu sehen. Hier in Oberhof. Das hat nochmal Kraft gegeben. Was nicht heißt, dass ich schon wieder am Gehen bin. Aber ihr seht das. Alle anderen machen das auch. Einfach gerade zu steil, um hier sinnvoll laufen zu können. Puh. Ich habe in der Zeit noch meine Schmalzstulle zu Ende gegessen. Cola und Tee getrunken. Puh. Jetzt habe ich wieder einigermaßen Energie. Was nur total witzig ist, ist, dass hier fast jeder schneller geht als ich. Keine Ahnung, wie das kommt. Ja, ich rede zu viel. Ah, der Kollege hat die Lösung. Ich rede zu viel. Jetzt haben wir es. Was er nicht weiß ist, ich kann ganz schön schnell bergab laufen. Wird er gleich merken. Naja, bis dahin genieße ich immer noch meinen Wandertag und melde mich gleich wieder. Freunde, in Gesellschaft, da läuft sich deutlich leichter. Ich habe hier Mark und Alex neben mir jetzt schon seit ein paar Monaten. Quatsch, Monaten, ich rede ein Quatsch, seit ein paar Kilometern. Boah, ihr seht, wir haben schon 60 Kilometer in den Beinen und ich rede nur noch Stuss. In any case, die beiden, die sind beide schon Biel gelaufen. Noch die absoluten Laufcracks. Erzählt mal, was waren eure beeindruckendsten Lauferlebnisse? Muss nicht aus Biel sein, kann auch irgendwas anderes sein. Oh, mein erster Rennsteig. Was kann ich dir sagen? Erzähl, was hast du erlebt? Ich habe vorher noch nie einen Meter Höhe trainiert. Das war mein erster Ultra überhaupt. Ja. Ich wusste nicht, ob ich das Ding überhaupt überlebe. Und bin am Ende knapp über 9 Stunden Tränen übersät ins Ziel gekommen. Das ist geil. Ich sage euch eins, egal welches harte Training heute stattfindet, ich denke immer noch an genau diesen einen Moment. Geil. Ja. Das habe ich heute auch vor. Vielleicht auch mit Tränen, wir werden es sehen, aber das ist auch mein erster Ultra heute. Und auch ohne Höhentraining. Marc, wie sieht es bei dir aus? Größte Lauferlebnis. Ja. War mein zweiter Jungfrau-Marathon. Das erste Mal war ich nur da, um zu sehen, wie es so läuft. Ja. Das zweite Mal habe ich mich dann richtig vorbereitet. Bin unter den ersten 100 gekommen. Nice. In welcher Zeit? 3:47. Uiuiui, das ist ganz schön flott, Freunde. Jungfrau-Marathon, mir wurde das vorhin erklärt. 25 Kilometer in der Ebene. Und dann geht es noch 1500 Höhenmeter hoch. Also das ist nicht ohne. Und da 3:47 zu laufen, Respekt. Habe ich danach nie wieder geschafft. Noch nie wieder versucht. Marc hat mir auch gerade noch was anderes Witziges erzählt zum Thema Offiziere in der Schweiz. Willst du das noch mal kurz zum Besten geben? Was die da absolvieren für einen Fitnesstest? Also der Bieler Lauf ist ja der ursprüngliche Lauf von der Schweizer Armee. Und wenn ein Schweizer Offizier beim Heer werden will, dann muss man den Bieler mitlaufen und ankommen. Das ist mal ein krasser Fitnesstest, oder? Eieieiei. Bin ich froh, dass ich kein Offizier in der Schweiz sein will. Stimmt das mit den 100 Liegestützen im Ziel? Keine Ahnung. Als ich ins Ziel kam, waren die schon alle weg. Also ich habe es dir erzählt, ein paar waren vor mir, die haben dann da auf der Ziellinie angefangen mit ihren Liegestützen. Aber wie viel es waren, weiß ich auch nicht. Ja. Freunde, das ist crazy. Krass. Yes, geschafft. Höchster Punkt. Check. Weiter geht's. Gin Tonic, Aperol Spritz, Zigaretten, Bier, Pfeffi, Lauf, wenn ich jetzt nicht noch 12 Kilometer laufen würde, würde ich direkt zugreifen, aber das mache ich mal lieber nicht. Freibier! Oh, Freibier, Moment! Ja, da waren es nur noch zwei, denn Alex davon, der hält nichts vom Gehen am Berg. Der will die 8 Stunden 30 noch knacken. Also haben wir ihn ziehen lassen. Ihm viel Erfolg gewünscht. Ich hoffe, dass er es tatsächlich schafft. Er ist noch gut in Form. Wir haben es tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, dass jetzt 10 Kilometer waren, aber wir haben es wirklich lange hier schon quatschend nebeneinander herlaufen. Eine ordentliche Pace gehalten. Von irgendwie so, was weiß gar nicht genau, 6 Minuten auf dem Kilometer oder 6,20. Also das war
sehr, sehr ordentlich. Aber jetzt ist auch mal wieder Zeit, ein bisschen zu chillen. Ihr merkt das, meine Zunge, die klebt schon am Gaumen. Bin auch nicht mehr der Frischste. Aber es sind noch, lasst mich kurz auf die Uhr schauen, ja, 63,5. Also es sind noch circa 10 Kilometer. Das ist schon ganz schön geil. Heute früh, da war ich echt nicht sicher, ob ich überhaupt ankomme. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich unter 9 Stunden ankomme. Das ist schon ziemlich cool. Herrlich. Schaut mal, wer mich hier gerade überrascht hat, meine Family. 10 Kilometer vor dem Ziel gibt es hier nochmal einen ordentlichen Push. Ich freue mich total, die drei noch zu sehen. Also, vielen lieben Dank. Gerne. Ich mache mich wieder auf den Weg. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Oh, ist das schön. Richtig, richtig cool. 65 Kilometer habe ich schon geschafft. Und es sind 7 Stunden 13 Minuten vergangen. Nee, 7 Stunden. Ja, schön wär's. 7 Stunden 43. Anyway, ich bin mega happy mit der Zeit. Und ich komme jetzt hier auch gleich bei der Schmücke an. Da hinten. Da gibt es wieder Haferschleim und Brot. Eigentlich sogar Bier, aber das werde ich mir jetzt noch nicht gönnen. Das gebe ich mir erst im Ziel. Auf jeden Fall, jetzt hast du noch Verpflegung angesagt. Oh, gerade eben habe ich auch so ein kleines bisschen Hunger bekommen. Also es kommt genau zur richtigen Zeit. Und dann sind es noch 9 Kilometer bis zum Ziel. So cool, das hier wirklich zu schaffen. Oh, Stündchen noch, dann haben wir es. Die Schmücke ist erreicht. Jetzt gibt's was zu essen. Njam, njam, njam. Oh. 65 haben wir. Ich habe jetzt 2 Becher mit Schleim zu mir genommen. Noch ein Nutella-Brot gegessen. Banane. Apfelschorle. Ich glaube, das war's. Jetzt habe ich wieder genug Energie für den Zielsprint. Let's go! Ich kann das irgendwie gar nicht ganz glauben. Ich bin jetzt echt schon seit 8 Stunden am Rennen. Wahnsinn. Völlig verrückt. Es sind gute 67 Kilometer rum. Noch 6,5. Dann bin ich im Ziel. Und ich muss sagen, ich freue mich auch schon drauf. Aber noch machen die Beine mit. 6 Minuten 20 auf dem Kilometer laufe ich zurzeit. Schaffen wir noch. Und ihr seht, geht gerade ganz schön flott bergab. Das ist genau das, was man nach so einer langen Laufstrecke braucht. Steil bergab. Das macht Spaß. Not. Ihr seht, Freunde, es ist mal wieder Wandertag angesagt. 69 Kilometer haben wir. Knapp fünf sind es noch. Oh, das ist der letzte nennenswerte Anstieg, den wir uns jetzt hier hocharbeiten. Und ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich habe keinen Bock mehr, auch nur noch einen Kilometer zu laufen. Aber die letzten 5, die kriegen wir auch noch hin. Und dann ist es geschafft. Ich freue mich so sehr aufs Ziel. Gott. Oh, war das ein langer Tag. Bald ist er geschafft. Yeah. Ihr habt geile Mucke am Start. Ja. Nice. Ja. 70 Kilometer sind geschafft. 8 Stunden 20 stehen auf der Uhr. Gleich bin ich im Ziel. 8,5 Stunden sind rum. 2 Kilometer noch. Und in der Ferne. Da höre ich schon das Zielstadion. Final Push, Freunde. Final Push. Freunde,
Ihr glaubt nicht, wie glücklich ich bin. Ich bin in Schmiedefeld angekommen. 500 Meter noch. Oh Gott. Ich will mich einfach nur noch hinlegen. Also ich könnte heulen. Endlich geschafft. Ich glaub's nicht. Das ist so krass. Geschafft! Mann, du Scheiße, ich glaub's nicht. Warum? Genau. 74 Kilometer. Und die Wanderer spenden immer wieder auf Beifall für die Läufer und umgekehrt. Also, das ist eine tolle sportliche Atmosphäre hier im Team. Oh, guck mal, hier ist. Oh, ich hab's geschafft!